Und jetzt die RNF Bühnenlichter. Spannendes. Hintergründiges. Interessantes aus dem Nationaltheater Mannheim. Einer jüdischen Sage nach schuf ein Rabbiner im 17. Jahrhundert einen künstlichen Menschen aus Lehm. Der Golem, zunächst als Diener gedacht, bekam unvermittelt ein Eigenleben. Im Abstand von 33 Jahren taucht er seitdem im Prager Ghetto wieder auf und neuerdings auch hier in Mannheim als Uraufführung und Auftragskomposition des Nationaltheaters. In Anlehnung an den gleichnamigen Roman von Gustav Meyrink komponierte der Österreicher Bernhard Lang ein Musiktheater in 22 Kapiteln. Und der belgische Videokünstler Peter Misotten brachte das mystische Opernspektakel jetzt hier auf die Bühne. Düster und verschwommen geht es los. Viele seltsame Dinge geschehen, zahlreiche Figuren kommen und gehen. Und im Zentrum des Ganzen steht Athanasius Pernath, der sich selbst als vom Menschen geschaffene Figur Golem erkennt. Golem ist eine dynamische, lebendige Oper, in der so viel passiert. Mit einer wunderschönen Musik und ich hoffe, dass vor allem diese mystische Stimmung, die hier die ganze Zeit in der Luft liegt und vibriert, irgendwie rüberkommt. Vier große Themen bestimmen den Meyrink-Roman aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts. Die Juden, die Liebe, Esoterik und das Paar Kapitalismus-Sozialismus. Aber ist das hier auch der geeignete Stoff für eine zeitgenössische Oper? Es ist der ideale Opernstoff, wo Subjekte auf einer Bühne behaupten, jemand anderer zu sein oder jemanden anderen wiederzuspiegeln. Im Publikum sitzen Subjekte, die das eine Stunde lang glauben und in dem Wissen, dass das alles nicht stimmt. Also besser kann man eigentlich, einen besseren Stoff fürs Theater kann man eigentlich gar nicht finden, würde ich sagen. Die von Misotten inszenierte Bilderflut zieht in den Bann und fordert uns auf, intellektuell tätig zu werden, zur traumhaften Suche des Athanasius Pernath, die uns letztlich auf eine albtraumhafte Entdeckungstour führt, zu Golem, dem Unfertigen. Unsere Hauptfigur, Pernath, ist der Golem vielleicht. Er ist es selber. Also Freund oder Feind, das wird bis zum Ende des Stücks sicher nicht beantwortet. Golem assoziiere ich für mich mit sehr viel Technologie, weil er eben auch ein künstlicher, unechter Mann ist. Und deshalb habe ich auch viel Technik an vielen Stellen verwendet. Ja, keine Frage, das Stück lebt irgendwie auch von meinen Videos. Und dieser Musik. Langs Komposition ist eine wunderbar gelungene Synthese aus verschiedensten Einflüssen, ein rauschender Fluss. Mannheims Golem, Traum- oder albtraumhaftes Musiktheater in 80 Minuten. Ein spannendes, rätselhaftes, vielleicht mystisches Musiktheaterstück in einer kulinarischen Länge mit einem luxuriösen Orchesterklang, einem luxuriösen Chorklang und einer visuellen Orgie. Das waren die RNF Bühnenlichter. Spannendes. Hintergründiges. Interessantes aus dem Nationaltheater Mannheim.